Hey alle zusammen, ich hoffe, euch geht's gut. Ich möchte versuchen, mich so kurz wie möglich zu halten. Ich möchte an dieser Stelle wirklich Dankeschön vom Herzen sagen. Nicht nur für das, was gerade passiert, sondern wirklich für alles das, was seit Tag 1 passiert ist. Dass ihr mich immer unterstützt habt, dass ihr immer da wart, egal ob es gute Zeiten oder eher schlechte Zeiten waren. Ich kann mich heute noch genau erinnern, wie ich zu DSDS gegangen bin. Und ich hatte gar keine großen Erwartungen, weil wenn du mit einer Erwartung irgendwie reingehst in die Show und sagst, ah, ich gehe rein, um zu gewinnen, dann wird es nichts. So, ich bin reingegangen in die Show und dachte, okay, klappt eh nicht. So bin ich eher reingegangen, weil ich auch wirklich viel, viel mit Selbstzweifel zu kämpfen hatte. In meinen Augen konnte ich nicht singen, ich konnte nicht performen, ich dachte, ich bin nicht gut genug und das war für mich schon wirklich so ein kleines Hindernis, aber es gab dann wirklich bei DSDS die zwei, drei Menschen, die immer an mich geglaubt haben. Ich muss jetzt auch keinen Namen nennen. Vielen, vielen Dank dafür und ja, für den ganzen Weg, den wir bis heute gemeinsam gegangen sind und hoffentlich noch ganz, ganz lange gehen werden. Ihr habt es ja alle mitbekommen, Senorita ist rausgekommen und ich bin einfach unfassbar stolz auf dieses Projekt. Ich kann mich noch genau erinnern, Kay hat mich angerufen und meinte, Bro, wir müssen einen Song zusammen machen. Ich sage, ja, okay, lass machen, aber was? Ja, dann sind wir eigentlich direkt ins Studio gegangen und haben gesagt, okay, irgendwas Latino-mäßiges, so coole Musik, Entschuldigung, coole Musik, was die Leute einfach zum Lächeln bringt. Und auch zum Lächeln bringt, wenn es draußen kein schönes Wetter ist. Und sind wir ins Studio gegangen und haben eigentlich direkt aufgenommen, ohne groß zu überlegen. Und Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Ich lasse es einfach drin, ist egal, das ist Menschlichkeit. Aber was viele vergessen ist, dass neben dieser ganzen Musik und ja, es ist einfach nicht das Wichtigste. Viele von euch sollten es nicht vergessen. Es ist zwar schön, aber es ist nicht das Wichtigste im Leben, sondern Menschlichkeit, Respekt und die Gesundheit ist an erster Stelle, weil ich habe wirklich viele, viele Menschen in diesem Business kennengelernt, die wirklich abgehoben sind und denken, die wären was Besseres wie jeder einzelne von euch und auch besser wie ich und alle. Ich kann solche Menschen nicht leiden, weil am Ende des Tages sind wir alle Menschen und jeder Mensch sollte respektiert werden für das, was er tut, ob er Musik macht, ob er Maler ist oder was weiß ich. Ich war selber auch Maler gewesen. Und ja. Was mit Senorita passiert ist, unfassbar. Wir sind einfach auf Platz 1 gechartet der deutschen Charts und das ist unfassbar. Nach 7 Jahren habe ich eine Nummer 1 wieder in den Charts. Ich habe wirklich das nie gedacht, dass das irgendwann noch passieren wird. Klar, durch DSDS, den Push, da wird es dir praktisch so in die Wege geleitet. Es ist gar nicht so schwer irgendwie, das dann zu schaffen, Nummer 1-Hit, weil du einen krassen Push hast. Aber danach musst du halt kämpfen. Jeden Tag musst du kämpfen und versuchen, da zu bleiben. Und es ist schwierig, weil es kommt immer ein Neuer, es kommt ein Neuer, es kommt ein Neuer. Und ja, ich habe, glaube ich, bis heute gekämpft. Ich habe alles gegeben und bin einfach unfassbar stolz, was gerade passiert. Ja, danke erstmal an Kay, danke an Start Over für die mega Arbeit im Studio. Es ist wirklich. Wir haben viel gelacht, aber wir haben auch wirklich gearbeitet. Was viele denken ja immer, wir singen einfach nur, aber so einfach ist es auch nicht. Danke an mein ganzes Management-Team, dass ihr auch an mich glaubt jeden Tag. Und ja, danke an all die Menschen, die einfach nie aufgehört haben, an mich zu glauben. Ja, vielen, vielen Dank, wirklich. Ich bin wirklich gerührt, ich bin emotional, es ist wirklich krass für mich, was gerade passiert, weil viele haben einfach schon mit mir abgeschlossen und gesagt haben, ach, der reicht eh nichts mehr im Leben. Und ja, jetzt ist es wirklich so passiert und ich bin einfach unfassbar stolz, dass ich es gar nicht in Worte fassen kann. Danke natürlich auch an meinen Sohn, der mir jeden Tag Kraft gibt. Ich glaube, wenn ich ihn nicht hätte, wäre ich schon lange, glaube ich, im Untergrund. Deswegen. Es ist das Wertvollste in meinem Leben, was es gibt und nichts steht über meinem Kind. Und ja, vielen, vielen Dank für alles. Ihr seid die Besten. Ich liebe euch und ja, vielen, vielen Dank. Schönen Tag, euer Pietro. Peace.